Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich möchte euch zeigen, wie man bei so einem Küchenmischer die Kartusche auswechseln kann. Dieser Mischer ist mit einer Auszugsbrause und das Wasser kommt mir hier raus. Man sieht es, wenn ich jetzt. Man sieht hier die Ablagerungen und hier unten sieht man auch, dass das Wasser ausgetreten ist. Als erstes machen wir die Zuleitung zu diesem Wasserhahn zu, die ist immer unterhalb der Spüle. Bei mir ist es mit einem Schraubenzieher zum Zumachen. Diese Küche ist nicht alt, die hat vielleicht 15 Jahre jetzt und der Hahn eben genauso. Bis jetzt hatte ich auch keine Probleme, bis auf dieses jetzt. Schauen wir oben, ob das Wasser zu ist. Das Wasser ist zu. Jetzt diese Kappe wegzunehmen, die ist nur draufgeschoben. Aber jetzt nach 15 Jahren wird es sicher nicht einfach, sie wegzunehmen. Man muss sie mit einem Schraubenzieher ein bisschen aufmachen. Und jetzt sieht man schon, jetzt kommt sie. Dieser Mischer ist ein bisschen speziell, der hat so viele kleine Teile, wo man aufpassen muss, dass man sie eben nicht verliert. Und am Ende natürlich auch noch richtig montiert, weil das sind wirklich Kleinteile, da muss man aufpassen. Hier sieht man jetzt, da hat es eine Imbusschraube, die man wegnehmen muss, um an die Störpatrone zu gelangen. Und hier seht ihr schon, da ist jetzt schon Wasser, also ist die Störpatrone sicher defekt. So. Jetzt hat man noch diese Abdeckung und jetzt sieht man hier unten, ist das Wasser immer rausgetreten. Jetzt müssen wir diese Verschraubung noch wegnehmen. Da es bei jedem Mischer eine andere ist, habe ich so eine verstellbare Zange, mit der kommt man jetzt am besten da zum Lösen. Geht relativ gut. Nachher werde ich auch alle Teile sauber machen. So, jetzt sieht man die Steuerpatrone, die ist recht schmutzig, die hat wirklich Wasser verloren. Innen drin hat es noch die Dichtung, die nehme ich natürlich auch weg. So. Und die neue Kartusche ist natürlich genau gleich, einfach neu. Jetzt werde ich alles reinigen und vorbereiten zum Montieren. Ich habe jetzt alle Einzelteile gereinigt. Jetzt auch innen drin ist sehr sauber geworden. Jetzt können wir die Kartusche montieren. Wie ihr seht, hat es hier zwei kleine Auswölbungen und im Mischer selber hat es zwei Löcher und das muss genau passen. Man spürt auch, dass es einrastet. Jetzt kommt die Verschraubung drauf. Von Hand anziehen, soweit es geht. Dann mit der Zange nicht übertreiben beim Anziehen. Ihr habt gesehen, die Teile sind aus Plastik und innen drin ist auch eine Gummidichtung. Das sollte reichen. Ich mache jetzt das Wasser auf, damit wir sehen, ob hier alles dicht ist. Nachher montieren wir den Hahn zu Ende. Hier sieht es gut aus. Wasser funktioniert. Ist alles dicht. Jetzt kann diese kleine Abdeckung drauf. Jetzt noch der Griff. Mit einer Hand ganz nach hinten schieben, mit der anderen die Schraube anziehen, damit das nicht verrutscht und am Ende alles sauber sitzt.
bisschen mehr anziehen, damit es nicht rausrutscht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte. Abonniert meinen Kanal, um keines von den neuen Videos zu verpassen.